welchen Ländern kommt denn die größte Konkurrenz? Also für uns ist es so, dass wir ganz viele Jahre hatten wir einige westliche Marken aus USA, aus Kanada, aus Deutschland als Wettbewerber und weniger in Asien, da waren mehr so japanische und jetzt sehr stark aufsteigend sind chinesische Wettbewerber. Haben Sie auch das Problem, dass Ihnen da was abgeguckt wird von der Technik? Ja, also es macht ja keinen Sinn, wenn ich es auch jetzt so schön verschlüssel mit Technik, Technologietransfer zu reden. Also es ist halt einfach ein Wettbewerb und der Schnellste und der Innovativste, der hat die Nase vorne und wir sind da zuversichtlich, dass wir uns da gut halten können. Herr Kühn, hat mich gefreut. Ja, danke, noch eine schöne Messe und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Tschüss. Ciao.